Guten Abend, liebe Zuschauer. Ich heiße Kiriko Nishiyama. Ich bin Vorstandsmitglied der Deutsch-Japanischen Gesellschaft in Bayern. Es ist Adventszeit im Jahr 2020 und ich begrüße Sie zu dieser Online-Veranstaltung zur Ruhe kommen mit Zen-Buddhismus und Klaviermusik. Zusammen mit Pianistin Frau Masako Ota und mit meinem Vorstandskollegen Herrn Willi Huber bin ich zu Gast im Zen-Kloster Eisenbuch. Es ist ein wunderschöner Ort, der sich ca. 100 Kilometer östlich von München befindet. Jetzt hören wir das erste Klavierspiel von Frau Masako Ota. Thank you.
Lieber Humon Nakagawa Roshi, vielen herzlichen Dank, dass wir dieses Gespräch mit Ihnen durchführen zu können. Wenn wir das Jahr zurückblicken, das Jahr 2020, das war ein ganz ungewöhnliches Jahr. Vieles passiert in dieser Corona-Krise. Wir leben in einer ganz herausfordernden Zeit. Viele Menschen haben dieses Jahr so viele Verluste erlebt. Viele haben auch Ängste. Viele spüren ja auch große Unsicherheit, wie mit ihrer finanziellen Lage, aber auch mit ihrem Leben jetzt weitergeht. Was lehrt uns der Zen-Buddhismus zu dieser Situation, die uns herausfordert? Ja, wirklich, haben wir jetzt gemeinsam sehr schwierige Zeit. Eine große soziale Herausforderung, aber auch geistige, spirituelle Herausforderung. Ich möchte jetzt sprechen aus der geistiger, spirituellen Herausforderung hier. Wir sind plötzlich abgestürzt in Angst. Ne? Tod ist plötzlich ganz nah gekommen. Und aus diesem Angst müssen wir noch konkret umgehen lernen. Also mit Familie oder Beruf und finanzielle Situationen, aber auch mit sich selbst klarzukommen, vielseitig und viele verschiedene Schichten müssen wir plötzlich auf einmal. Ja, als Menschen haben wir immer wieder sowas erlebt, wenn wir zurück anschauen. Und zuerst müssen wir lernen, zu sich selbst zurückkehren. Mit bewusster Atmung, ganz da sein, wenn es schwierig ist, auch diese Atmung zählen. 1, 2, 3. Wir können damit nicht gleich konkrete Probleme etwas lösen, aber das ist der Motor, dass wir mit dem Problem auseinandersetzen können. Wieso ein tiefes Ein- und Ausatmen ein Motor oder ein Schlüssel, um ein Problem zu lösen? Wie funktioniert es? Frustrierend und mit voller Angst können wir eigentlich nicht anfangen. Nur reagieren wir so und so, aber sicher keine gute, konkrete Lösung finden. Kurz gesagt, wir müssen doch, alle müssen wir sterben. Davor Angst haben, sicher. Aber jetzt ganz konkret geworden. Es ist keine allgemeine Herausforderung, sondern konkret. Deshalb konkret brauchen wir mit Körper. Mit Körper spüren, zu sich selbst zurückkehren. Und noch nächster Schritt. Zu sich selbst zurückkehren, zur Ruhe kommen, Ruhe verweilen. Und weiter so
bleiben mit sich selbst, bis es klar wird, was ich eigentlich tun soll und kann. Zum Beispiel jetzt möchte ich unbedingt dann Oma besuchen, das ist im Krankenhaus da ist, sowieso kann ich nicht konkret sehen. Trotzdem mein Bedürfnis unbedingt. Und solche wirklich gut ist und wirklich vernünftig gut ist, mit Herzens her entschieden ist, da muss er klar kommen. Da brauchen wir unbedingt innere Klarheit. Deshalb zuerst zur Ruhe kommen und die Situation annehmen, weil nichts anderes ist. Muss so annehmen, weil es so ist. Trotzdem daraus Kraft bekommen, ja, deshalb mache ich das, ich muss das machen. So nicht Reaktion, sondern durch das Herzen wirklich mit ganzem Herzen geführte Entscheidung, so möchte ich sagen. Das heißt, Ein- und Ausatmen, das ist die Basis auch für eine Meditation. Ich meine, wenn man Zen-Buddhismus hört, dann denkt man gleich an Meditation. Ist das, was Sie jetzt uns als Tipp geben? Ja, diese zur Ruhe kommen und klar sehen, das ist Meditation. Das ist der originale Wort, Pali und Sanskrit heißt Shamatha Vipassana. Und auf Chinesisch und Japanisch Shi Kan. Shi heißt der chinesische Zeichen, Kanji, Tomar, Stop, ne? Stopping, Tomar. Kan ist der klar sehen, aber tief, meditativ, klar sehen. Das ist Kan. Ne? Und diese zwei Wörter, Shi Kan, wird praktiziert in der Sitzhaltung. Und dann Jhana, Zen, ursprünglich. Also man sollte erstmal aufhören zu sehen. Ist das die Basis einer Meditation? Wie ein Stopp. Stopp. Also aufhören zu sehen. Shi Kan. Sie kann zu stoppen, bedeutet eben stoppen, diese einfach nur reagieren. Ne? Mit voller Angst, mit voller Emotionen, Traurigkeit oder reagieren. Dann können wir nie etwas Richtiges tun. Weil das unsere Sicht trübt, weil ja. Wir damit nur beschäftigt sind ja. Im Kopf. Ja. Das ist auch Grundlehre Buddhas. Das ist nicht irgendwie Theravada oder tibetischer Buddhismus oder Zen, sondern überhaupt allgemeine Praxis im Buddhismus. Bis heute ganz lebendig so. Das ist eben für alle eigentlich. Soweit wir Menschen sind, brauchen wir diese innere Ruhe und innere Klarheit. Thank you.
Und das sagen Sie auch zum Beispiel zu jemandem, der auch seinen Job verloren hat und jetzt wirklich, vielleicht wirklich hungrig ist, weil man auch kein Geld mehr hat. Dann die ganze Familie gerät in eine Krise. Sie sollten erstmal zu sich selbst eine Ruhe finden. Ist das, was Sie sagen? Ja, das ist besonders da wichtig, ne? Diese, wir sagen, Praxis. Also diese Übung mit der Atmung zur Ruhe kommen. Sogar auf der Straße, gerade so tief enttäuscht, vielleicht scharrt an Behörde oder an der Firma, aber diese vorgelagert so verzweifeln. Gerade brauchen wir dann Stopp, nicht weiter mit dieser Emotion, sondern stehen bleiben und tief einatmen, ausatmen, praktizieren. Bewusst nur darauf konzentrieren, einatmen und konzentrieren auf Ausatmen. Und dann wird gezeigt, was man noch machen kann, machen soll. Zum Beispiel dann Freunde telefonieren oder Kollegen fragen, wie es mir geht. Oder vielleicht eine Organisation erinnert, ja, dort muss ich anrufen. So ist ein konkreter Weg zu finden. Aber zuerst innerlich zu sich selbst kommen. Und wenn nicht so konkrete, aber innerlich oder emotional sehr verzweifelt sind, dann braucht man wirklich dann zu Hause diese Haltung praktizieren. Es kann sein, wenn man nicht so gut kennt, Fenster öffnen und frische Luft tief einatmen, ausatmen. Nicht denken, sondern spüren, einatmen, frische Luft. Ausatmen, weiter und wieder neue frische Luft. Oder hinsetzen noch gut. Wenn es geht, vielleicht noch wiederholend. Der Balkon ist auch gut. Wenn man kennt, dann auf dem Boden hinsetzen. Stuhl geht, den Boden noch stabiler. Und wenn es geht, dann diese Weise nur verweilen, 3 Minuten, 2 Minuten, so weitergeht. Was sagen Sie zur Einsamkeit? Wir mussten ja in der Pandemie voneinander Abstand halten. Und wenn man gerade an ältere Menschen denkt, die sowieso wirklich auch diese soziale Kontakt brauchen, zum Beispiel mein Schwiegervater ist in einer Seniorenheim und er ist 90 Jahre alt. Er braucht ja auch Kontakte, Zuneigung, aber wir können ihn gar nicht mehr sehen. Ja.
Wie können wir auch mit dieser riesen Unsicherheit auch umgehen, dass wir vielleicht ihn gar nicht mehr treffen könnten oder dass er auch möglicherweise sehr viel unter dieser Einsamkeit leidet? Ja. Aber zuerst sind wir mit voller dieser Emotionen. Traurig und hilflosig. Ja, das stimmt. Nochmal mit ganzem Herzen traurig sein. Ganzem Herzen so traurig, weil man die Oma und Opa nicht sehen kann oder umgekehrt, ältere, alte Menschen können nicht mehr eigene Familie sehen können. Mit ganzem Herzen dran zu sein. Ja, schwierig, aber das ist so, vielleicht weinend. Und dann noch aus dem ganzen Herzen wünschen, weil es nicht andere Wege gibt, innere Kontakt, innere Verbundenheit mit dem gerade, das kann sein, gerade Sterbende, eigene Familienmitglieder denken und versuchen mit Kontakt, mit Herzen und innerlich so Worte senden, mit ihnen im Herzen kommunizieren. Ja, früher, in alten Zeit, sowas hat man beten gesagt. Ne? Beten, seelische Verbundenheit und alles Gutes wünschen, Frieden, Ruhe und Liebe ansprechen zu diesem. Dabei nur im Herzen, weil konkret jetzt Corona-Zeit kann man konkret nicht mehr besuchen. Vielleicht zwei Zimmer entfernt oder andere Abteilung. Trotzdem im Herzen können wir versuchen kommunizieren. Das ist nicht kann oder nicht kann, sondern eine Wirklichkeit der Seele wünscht und spricht und Liebe sendet. Ja. So können wir sicher kommunizieren. Und auch sterbende Menschen, wenn es noch geht, also wenn sie ja noch bewusst da sein können, dann praktizieren sie diesen Prozess des Sterbens auch aus dem ganzen Herzen kontaktieren und ja, zuerst sehr traurig, hilflos, aber dann müssen wir annehmen, weil es so ist. Nur angenommen sein, dann kommt der Kraft, danken, dass ihr so gekommen seid, dass ihr so begleitet habt, dass ihr jetzt noch an mich denkt und so weiter. Ne? Da, also eine Corona-Zeit ist gerade eine spirituelle Zeit. Wir können jetzt endlich wiederfinden, diese Möglichkeit, eine spirituelle Verbundenheit-Möglichkeit. Thank you.
Viele Menschen warten ja so sehnsüchtig nach einem Impfstoff. Medien berichten jeden Tag, wann endlich dann der erste Impfstoff endlich kommen wird. Löst es dann diese ganze Krise und unsere Probleme? Ich glaube nicht. Ne? Ich warte auch dringend, ne, dass der wirksame Impfstoff sicher alle wünschen sich. Aber der Grund Herausforderung können wir nie mit Impfstoff etwas schieben. Das habe ich vorhin gesprochen. Wir müssen sterben. Sowieso, alle. Ja, und trotzdem jetzt nicht mehr solche intellektuelle Verständnis, sondern konkret. Dann müssen wir konkret umgehen. Das heißt, mit zuerst vielleicht voller heiße Träne einatmen, ausatmen. Diese, ich muss sterben, annehmen. Oder diese Situation annehmen. Impfstoff vielleicht wirkt, aber nächste Virus könnte sein, schon nächsten Monat entdeckt wird. Oder dritte Monat noch neue. Ja, wir eigentlich sterben jeden Abend. Was meinen Sie, wir sterben jeden Abend? Wir als, alle sterben sowieso irgendwann, aber wir sterben nicht jeden Abend. Als ich, als Ego sterben wir jeden Abend. Schaltet ab, ich bin nicht da. Das ist Schlafzeit. Und am Morgen früh, Wecker, tack, oh, ich muss aufstehen. Das ist wieder ich, wiedergeboren. Und dann dieses Ich habe ich große Angst. Ja, Katzen haben keine Angst, ob Impfstoff kommt oder nicht. Stimmt. Fische auch nicht. Und deshalb müssen wir als Menschen uns schulen, tief einatmen, ausatmen, Ruhe kommen. Shōji wa hotoke no oinochi nari. Diese Worte, Dōgen Zenji, Leben und Tod ist das Leben Buddhas. Leben und Tod, Sterbenprozess, alles inklusiv das Leben Buddhas. Ja, wir lernen dabei, uns überlassen in das große Leben. Das große Ganze. Ja. Sozusagen ein großes Zyklus. Ja, von Leben so, und Tod. So muss ich sagen. Also Impfstoff natürlich, wir werden bitte schön dann schnell wie möglich und wirksam und sie bemühen sich für uns alle. Stimmt, stimmt, diese Ebene. Aber sie können nicht löschen, Problem, dass wir sterben müssen. Krank werden, Abschied nehmen vom liebenden Menschen, alles drin. Das ist schon Buddha gesagt und wir praktizieren. Als Zen in Sitzen annehmen. Also jede Periode ist ja ein Tod des Iches und dann aufstehen, wieder aufstehen zum Leben. Das heißt, durch Meditation versucht man, eigene Ego zu löschen oder zumindest zu unterdrücken. Ja, das ist wieder Ego-Bücher. Schwierig. Ja, über körperlich dran zu machen, einfach nur sitzen. Und deshalb ein bisschen schmerzhaft, intensiv wird, ist immer gute Sache. Ego kann nicht mitspielen. So, da gut, morgen früh auch nicht so aktiv, dass ich dann sehr kostbare Zeit in Ruhe komme und wirklich dann Weisheit des Lebens wirken lasse. In und nicht nur unseren Kopf, sondern unseren Herzen. So möchte ich sagen. Ich bedanke mich herzlich für unser Gespräch. Arigato gozaimashita. Ja, ich bedanke mich auch. Ich bedanke mich auch bei Frau Masako Ota für ihr wunderbares Klavierspiel und auch bei meinen Kollegen, dem Willi Huber, für die technische Hilfe. Wir verabschieden uns von diesem wunderschönen Ort.
Kloster Eisenbuch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.